Hallo zusammen, ich freue mich, dass ich euch auch in dieser Woche wieder zu einer neuen Folge Münsterrama begrüßen kann, denn wir starten gleich mit einem bekannten Gesicht, Leonhard Lansing. Wer kennt ihn nicht? Den Hauptdarsteller der Wilsberg-Krimireihe. Er war jetzt in Münster, um eine neue Folge im Cineplex zu präsentieren. Natürlich vor ausverkauftem Haus, ist ja klar, denn Wilsberg hat mittlerweile in Münster schon echten Kultstatus erlangt. Und am Rande der Premierenfeier haben wir ihn noch gefragt, was er denn so an Münster alles mag. Eine gute Mischung aus Krimi und Komik. Das ist das Erfolgsrezept der Wilsberg-Krimiserie. Hauptdarsteller ist Leonhard Lansing. Um ihn dreht sich alles. Auch bei der Premiere der 34. Folge im Cineplex. 1600 hartgesottene Fans haben sich aus Mangel an Beweisen angeschaut. Das liegt wohl auch an der Figur des kauzigen Antiquars und Privatdetektiv Georg Wilsberg. Seit 1997 gespielt von Leonhard Lansing. Eine Rolle, die ihm schon in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und natürlich steckt auch ein bisschen Leonhard in Georg. Umgekehrt steckt 100% von Wilsberg in mir. Und weil ich muss mich ja selbst zur Arbeit mitnehmen. Also ich kann ja nicht ohne mich. Und ich glaube, in Wilsberg steckt so 70% von mir. Am 28. Januar wird die Folge auch im Fernsehen ausgestrahlt. Mit dabei war auch Stefan Kampwirth. Er spielt Thomas Rensing, dessen Sohn aus dem fiktiven Dorf Horsthausen im Kreis Warendorf entführt wurde. Trotz des traurigen Themas waren die Dreharbeiten für Stefan Kampwirth schön. Also ich bin ja das zweite Mal bei Wilsberg dabei gewesen. Das letzte Mal, glaube ich, vor 5, 6 Jahren. Und schön insofern, dass es einfach mit Leonhard und mit Olli und mit diesem Team wahnsinnig Spaß macht zu drehen. Die sind alle so auf dem Teppich geblieben, normal. Anstrengend, weil die Figur, die ich da spiele, es nicht ganz einfach hat, sag ich mal vorsichtig ausgedrückt. Auch Georg Wilsberg und sein manchmal etwas trotteliger Freund Ecki Thalkötter haben es nicht leicht. Während Wilsberg sich mit den schrägen Dorfbewohnern rumschlagen muss, versuchen Eckis Eltern, ihn mit einer Horsthausenerin zu verkuppeln. Eine spannende Geschichte bis zum Schluss, Szenen zum Schmunzeln und viele Klischees bedient. Einziges Minuspünktchen, zu wenig Münster. Doch alles in allem kam der Film bei den Zuschauern gut an. Ganz gut hat es mir mal wieder gefallen. Der Wilsberg war diesmal ein bisschen wenig Münster, aber doch viel Lokal-Lorit drin. Hm? Das hat mir gut gefallen, aber was ich gerade schon sagte, ich gehe jetzt in Saal 5 und dann gucke ich mir das Ende nochmal an. Das war spannend. Einfach ein schöner Film, man hat Orte wiedererkannt und ja. Gerne wieder. Auch spannend bis zum Schluss. Das war das Allerbeste. Da hatte man eigentlich gar nicht mit gerechnet. Die Münsteraner lieben Krimis und Wilsberg. Und was mag Leonhard Lansing an Münster? Meine Lieblingsantwort war immer die Münsteranerinnen, aber das darf ich natürlich jetzt nicht mehr sagen. Also ich mag, dass es eine sehr junge Stadt ist, dass sie sehr lebendig ist, dass man nichts vermisst, was man in anderen Städten hätte. Und hier nicht, außer eine U-Bahn, aber die vermisst auch keiner. Und dass man hier gut leben kann. Einverstanden. Mit dieser Meinung können alle leben. Und zum Schluss hat Leonhard Lansing noch ein paar persönliche Worte parat. Also mein Name ist Leonhard Lansing. Ich spiele in Wilsberg in Münster im ZDF. Ich grüße aber trotzdem die Kolleginnen und Kollegen von WMTV und natürlich die Zuschauerinnen und Zuschauer. In diesem Jahr werden noch 4 weitere Filme gedreht. Außerdem plant die Produktionsfirma iWorks auf jeden Fall mindestens noch bis zur 50. Folge weiterzumachen. Also eigentlich kann man sagen, dass Münster mit dem Wilsberg und dem Münster-Tatort mittlerweile den Titel Krimi-Hochburg Deutschlands verdient hätte. Aber an Titeln mangelt es der Stadt ja sowieso nicht. Kennt ihr sie denn alle? Wir haben mal bei euch auf der Straße nachgefragt. Okay, weiß ich nicht. Keinen. Studentenstadt. Stadt des Westfälischen Friedens, Fahrradstadt, Universitätsstadt. Also Münster ist eine ausgezeichnete Stadt und alle Titel, glaube ich, kann man gar nicht nennen. Ich will nur so ein paar aus den letzten Jahren vielleicht einfach nennen. Der bekannteste ist sicherlich der Livcom Award, also die Auszeichnung zur lebenswertesten Stadt der Welt. Die hat uns also doch fast weltweit einen Ruhm und einen Ruf eingebracht. Wir sind aber auch kinderfreundlichste Stadt, familienfreundlichste Stadt. Wir sind immer wieder Fahrradhauptstadt. Wir sind Bundeshauptstadt für den Klimaschutz. Und wir haben eben ansonsten in den verschiedenen Rankings extrem gute Noten bekommen in den letzten Jahren, sodass das so ein Bild ist durch diese verschiedenen Preise, dass man sagen kann, dass es insgesamt eine sehr, sehr hohe Lebensqualität in Münster.
Ja, ich finde ja, dass ein Titel in der Sammlung noch fehlt, und zwar der Partyhochburg Münsters. Doch eine schlechte Nachricht, die haben wir jetzt für alle feierwütigen Fans des Favelas. Der Club am Haverkamp bleibt weiterhin auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die erhoffte Wiedereröffnung für Februar muss leider verschoben werden, denn das alte Lagerhaus braucht ein komplett neues Dach. Und die Stadt, die wird keinen Cent dazu beitragen. Das heißt, rund 80.000 Euro müssen vom Haverkamp-Trägerverein aufgebracht werden. Doch die Fans, die wollen nicht aufgeben und posten fleißig auf Facebook ihr Bedauern. Rund 1.400 Mitglieder zählt die Gruppe SOS rettet das Favela. Hier wird fleißig diskutiert. Schaut doch einfach mal rein. Und auch wir sind bei Facebook. Schreibt uns einfach, was euch in Münster sonst noch so bewegt. Ein Garant für Bewegung und vor allem für rhythmisches Kopfnicken seht ihr morgen in unserer Sendung. Hier ein kleiner Ausschnitt von unserem Besuch bei der Rap-Crew Daily News. Wer mein Leben strukturiert, wer manche Ex heute noch bei mir, sowas wie einen festen Termin, gab's so gut wie nie. Ich bin nicht auf Knopfdruck kreativ, doch so. Daily News, das ist Rap vom Feinsten. Seit 2006 machen Thompson und Skiller gemeinsame Sache. Für den gewissen Wow-Effekt sorgt dabei Sängerin Shubangay mit ihrer souligen Stimme. Am alten Güterbahnhof tüfteln sie gemeinsam an den Tracks herum. In der Münsteraner Szene haben sie mittlerweile Fuß gefasst und sich mit anderen Künstlern unter dem Motto Real Rap for Food zusammengetan. Na, ich würde sagen, das macht doch Lust auf mehr. Also schaltet auch morgen wieder ein zur gewohnten Zeit um 18:50 Uhr bei WMTV. Bis morgen und tschüss.